In Hamburg bin ich jetzt verbunden mit Manuel Sarrazin. Er ist von Bündnis 90 Die Grünen Politiker und Sonderbeauftragter der Bundesregierung. Ich lese das mal konkret ab für die Länder des westlichen Balkans und das Ganze seit dem 1. März 2022, also 9 Monate im Amt. Grüße nach Hamburg, Herr Sarrazin. Moin Moin. Herr Sarrazin, jetzt gleich mal als erstes, damit man sich das gut vorstellen kann, ein Sondergesandter, was sozusagen ist jetzt genau Ihr Fokus, Ihre Aufgabe? Na, mein Mandat ist, dass ich die Länder des westlichen Balkans auf ihrem Weg Richtung Europäische Union unterstützen soll. Und das macht man damit, dass man vor Ort ist, dass man Kontakte pflegt, dass man ja auch versucht, Netzwerke herzustellen. Und natürlich haben wir auch gemeinsam mit dem Kanzleramt und dem Auswärtigen Amt den letzten großen Gipfel am 3. November in Berlin vorbereitet. Also manche würden es Diplomatie nennen, andere Politik, irgendwas dazwischen. Wenn ich mir das jetzt, dieses Stichwort vor Ort von Ihnen noch einmal nehme und mir das heutige Reiseverhalten ansehe und Sie in Hamburg erreiche, muss ich jetzt noch mal nachfragen, wie sieht das arbeitsteilig aus zwischen dem Auswärtigen Amt, wo Sie ja angebunden sind, und dem Kanzleramt? Dann ist so ein Gipfel dann doch Chefsache. Der Gipfel ist natürlich Chefsache. Meine Position ist tatsächlich eine, die für das gesamte Kabinett tätig ist. Das heißt, ich arbeite für alle Sitze im Auswärtigen Amt, aber ich kann Ihnen sagen, was den Westbalkan angeht, machen wir das aus einer Hand. Das Team im Kanzleramt, das Team im Auswärtigen Amt, auch in den anderen Ministerien, das BMZ, das Auswärtige Amt, das Wirtschaftsministerium, all die vielen Ministerien, die dabei beteiligt sind, arbeiten sehr eng zusammen und wir versuchen, als Team Deutschland aufzutreten. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg in der Region, erfolgreich zu sein. Ja, wenn wir mal jetzt zu diesem Gipfel am heutigen Tag mal eine kleine Bestandsaufnahme versuchen, wo die Länder stehen auf ihrem Weg, der erklärtermaßen zum einen in die Europäische Union, das ist ja ein EU-Westbalkan-Gipfel, führen muss, aber auch auf dem Weg in die NATO stehen. Was wäre sozusagen dann heute der Status quo aus Ihrer Perspektive? Ja, der Status quo ist mixed. Einerseits haben wir natürlich in vielen Bereichen in den letzten 5 bis 10 Jahren positive Entwicklungen gehabt. Ich glaube auch, dass dieses eine Jahr Ampelkoalition sich in der Region positiv niedergeschlagen hat. Natürlich hat die Region sich Sorgen gemacht vorher, was passiert, wenn Angela Merkel, die ein großes Herzblut, viel Engagement für die Region hatte, nicht mehr Kanzlerin ist. Und eigentlich hat sich das, glaube ich, eher positiv beantwortet mit der neuen Regierung, mit dem Kanzler, aber auch mit der Außenministerin natürlich. Und trotzdem haben wir aber auch in vielen Bereichen negative Entwicklungen. Wir haben eine riesige Auswanderung aus der Region, die ein richtig großes Problem ökonomisch, aber auch gesellschaftlich für jedes dieser 6 Länder ist. Wir haben in vielen Stellen weniger Pressefreiheit, mehr Druck für Journalisten, für NGOs, für kritische Zivilgesellschaft. Ja, von daher ist es mixed. Die EU muss entschlossener zu ihrem Versprechen stehen, um eine Vision anzubieten, um den Menschen die Hoffnung zu geben, dass sich, so wie wir hier leben, auch in der Region bald absehbar realisieren lassen wird. Einer der ersten Schritte ist ja, dass man versucht, Assoziierungsabkommen beizutreten, also die Länder des ehemaligen Jugoslawien. Das ist sozusagen in großen Teilen passiert, dass es dann noch den Beitritt zum Freihandelsabkommen CEFTA gibt. Und dann aber ist der nächste Schritt wirklich dieser Beitrittskandidatenstatus. Da wird es kompliziert, weil das nicht automatisch bedeutet, dass man Verhandlungen aufnimmt. Warum wird es dann so eng? Also wir haben die Situation, dass die Idee der europäischen Erweiterungsverhandlungen dadurch geprägt ist, dass man immer versucht, Situationen zu schaffen, wo es aus so einem Mix aus Technokratie und Politik einen großen Anreiz und einen großen Druck gibt, tatsächlich konkret Reformen umzusetzen. Und darum ist der ganze Prozess in verschiedene Schritte gegliedert, in verschiedene Kapitel, aber auch vorher in verschiedene Schritte. Und man versucht damit sozusagen ja so eine Mischung aus Verlobungsring, und aber die Party macht man dann nochmal am nächsten Tag, damit der Geliebte dann wirklich auch nochmal das Fitnessstudio besucht und nicht sozusagen gleich die Mitgift schon bei der Verlobung obendrein kommt. Ja. Und das ist eine Situation, die zum Teil funktioniert hat, die aber zum Teil auch nicht funktioniert hat, weil wenn jemand wie Nordmazedonien 17 Jahre auf die Verlobungsparty wartet,
dann nimmt die Liebe auch etwas ab. Ja, und Herr Sarrazin, wenn wir jetzt schon beim Beziehungsstatus sind, dann bringt uns das sozusagen, das ist ja auch innerbetrieblich dort bei diesen Staaten jetzt nicht ganz simpel, dann bringt uns das zum Beispiel zu Serbien und Kosovo, wo wir doch diese permanente Reibung spüren. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass sich das auflösen lässt? Herr Scholz hatte ja auch schon da versucht, Anfang November, Sie haben es angesprochen, in Berlin etwas zu tun. Also die Frage Serbien-Kosovo wird von der Europäischen Union chefverhandelt. Der Dialog wird von Herrn Leitschak in Auftrag von Herrn Borrell sozusagen unterstützt. Und wir als Deutschland tun alles, was wir können, um diese Arbeit der Europäischen Union zu unterstützen. Es gibt akut die Situation betreffend der Nummernschilder, wo es zuletzt zum Glück die konkrete Situation, eine konkrete Eskalation verhindert werden konnte, wo es jetzt darum geht, dass die Kosovo-Serben wieder in die kosovarischen Institutionen zurückkehren. Und zum anderen gibt es Vorschläge, die gemacht wurden vom Team von Borrell, von Herrn Leitschak, von dem Team von Herrn Scholz und vom Team von Herrn Macron, wie man sozusagen einen neuen Drive in die große Frage, wie die beiden Länder miteinander auskommen, kriegen kann. Ich habe die große Hoffnung, dass sich dort etwas bewegen lässt. Ich kann Ihnen aber sagen, selbst wenn das schwieriger ist, als manche denken, hat dieser Vorschlag schon sehr positive Wirkung gezeigt, hat Druck gemacht auf beide Seiten, ehrlicher zu verhandeln und auch konstruktiver zu werden, selbst wenn man es vielleicht in manchen Stellen nicht merkt. Das hat seine positive Wirkung. Also eine Geschichte, wo man grundsätzlich einen langen Atem braucht und dabei bleiben muss. Sie sind jemand, der für Europa brennt. Das haben Sie in Ihrem Lebenslauf bewiesen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung heute Morgen bei Phoenix im Tagesgespräch. Manuel Sarrazin war das, der Sondergesandte der Bundesregierung für die Länder des westlichen Balkans. Danke nach Hamburg. Danke sehr.